Ich esse hier gerade, wie ihr sehen könnt, Studentenfutter. Und Studentenfutter ist ja eigentlich genau die richtige Bezeichnung, denn Studentenfutter gibt der Markt dir so viel, das übersteigt manchmal die Tüte. Und zwar in ganz anderer Form, jetzt nicht hier in Form von dem echten Studentenfutter, sondern der gibt dir fürs Hirn Studentenfutter. Und das tut so gut, das ist so bereichernd und das ist einfach nur schön. Ich bin so dankbar. Fantastisch! Was rege ich mich auf? Mein Gott! Assoziation, würde Marc jetzt sagen. Kann nur jemand verstehen, der in der Akademie dabei ist. Aber wurde mir heute wieder einmal ganz klar. Tschüss, macht's gut. Nebst, dass ich in dieser Akademie viele Tools, viele Anleitungen und konkrete Strategien erhalte, die wirklich funktionieren, die wirklich erprobt sind und die es sich auch zu individualisieren lassen an mich, an mein Business selber, all nebst diesem wirklich wertvollen Material, das man in der Akademie bekommt, ist für mich persönlich der persönliche Kontakt zu Marc, zu der Person, die dahinter steckt, sehr, sehr wichtig und wertvoll. Weil für mich ist es faszinierend zu beobachten, aufzusaugen, zu lernen, wie Marc lebt, was sein Denken im Businessbereich ist, was sein Denken im Marketingbereich ist, wie er über Sales denkt. Das ist einfach ultimativ der Hammer. Und das ist für mich persönlich das Größte an dieser Akademie. Unglaublich, was der Mensch macht, das haut mich aus den Socken. Ja. Also, ich schwatze hier einfach, ich rede hier einfach so aus meinem Gefühl raus, weil das ist mein Tagebuch sozusagen und ja. Da kann ich sagen, was ich will. Und deswegen möchte ich noch auf ein Thema eingehen bezüglich Kritik. Ich schaue Kritik immer logisch an. Wenn die Kritik stimmt, nervt es mich meistens. Aber beim Marc, der bringt das so auf eine geile Art rüber, da muss ich dann lachen und sagen, ich sag's jetzt nicht gerne, weil ich fluche gerne, aber ich sag dann, oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Und ich muss dann lachen, weil, ja, er hat einfach, er hat einfach recht. Bezüglich dieser spezifischen Thematik gesehen, hat er einfach recht. Und das haut mich jedes Mal aus den Socken. Ja, tschüss, geht schlafen. Es bedeutet für mich einen ungemeinen persönlichen Mehrwert. Es bedeutet für mich ein wahres Glück, mit diesem Menschen, mit dieser Akademie, mit all diesem Wissen, mit all dem, was er aufgestellt hat, leben zu dürfen, profitieren zu dürfen. Ich kann alle Informationen, sämtliche physikalische Daten, alles kann ich über die Apollo-Mission von den Amerikanern oder auch von den Russen, Weltraum, zum Beispiel Weltraumreisen der Russen und so weiter und so fort. Ich kann alles studieren, alles.
Sämtliche Daten, sämtliche Fakten, alles kann ich haben. Aber eines kann ich nicht. Ich kann nämlich nicht wissen, wie es ist, selbst in so einer Rakete zu sitzen und danach durchs Guckloch die Erde zu betrachten und mit eigenen Augen zu sehen, mit dem eigenen Körper zu erfühlen, zu erspüren, was das bedeutet. Das kann ich wirklich nur rübergeben, eins zu eins, wenn ich das auch selbst einmal erlebt habe. Und jetzt frage ich euch, über was könnt ihr wohl am besten berichten, wenn nicht über etwas, was ihr selbst erlebt habt? Es ist jetzt genau, wartet einmal schnell, 1.58 Uhr und ich habe jetzt gerade vor ein, zwei Minuten mein, weiß Gott, wie lange wir wieder geredet haben, Marc und ich, mein Call beendet. Und es ist schwierig für mich, schwierig, das, was ich in dieser Akademie erlebe, in Worten zu beschreiben. Lieber Marc und alle Leute, die jetzt dieses Video sehen, ich weiß, Leute, die nicht in der Akademie dabei sind, ihr seht jeden Tag so viele Dinge, ihr habt schon hunderte Angebote erhalten. Und ihr habt schon vielleicht x Kurse besucht und alles hat euch sicher auch vielleicht weitergeholfen, aber keines war so der richtige Initiator, der richtige Zünder. Ich habe das schon in einem anderen Video schon einmal versucht zu erwähnen. Jedes Mal, wenn ich mit dem Marc telefoniere oder Skype besser gesagt, dann ist das wie als ob ein Mixer in meinen Kopf kommt und da ein bisschen rumschüttelt, rumrührt. Und dann beim Tschüss sagen, bist du dann auf dich allein gestellt wieder und musst zuerst einmal verarbeiten, was da gerade passiert ist in diesem Gespräch. Ich könnte euch noch tausend Dinge sagen, ich könnte euch noch tausend verschiedene Varianten erzählen. Aber eines kann ich euch sagen. Wenn er auch nicht der Liebling von allen ist, das muss er auch nicht sein. Aber für die Leute, die etwas Gravierendes in ihrem Leben verändern wollen, ist der Marc das A und das Omega, also das Alpha und das Omega, das A und O. Und vor allem in letzter Konsequenz tue ich es für mich. Ich bedanke mich tausendmal bei dir, Marc. Ich bedanke mich bei all den Studenten. Schon wieder spät geworden. Deswegen sage ich gute Nacht. Tschüss.